Auch nach einem deutlichen Ja zum Kampfhundenverbot bleiben die Meinungen zum Thema Kampfhund gespalten. Während sich die Mehrheit vom Volk freut über das Verbot, sind viele Hundekenner überzeugt, das Problem mit aggressiven Hunden kann auch das Verbot nicht lösen, weil der Ursprung des Problems weiterhin beim Halter liegt. Dana Gablinger. Cornelia Berg und Tal züchtet seit Jahren sogenannte Kampfhunde. Dass das Kampfhundenverbot gestern angenommen worden ist, kann sie nicht verstehen. Was man jetzt halt macht, das ist auch nichts anderes wie, sagen wir dem jetzt mal, so ein kynologischer Genozid. Man probiert jetzt einfach so gewisse Rassen auszurechnen und zu verbieten. Und was dann beim nächsten Zwischenfall, wo ganz bestimmt wird kommen und was man dann wird machen, wenn es eine andere Rasse betrifft, da dürfen wir dann gespannt sein. Der schreckliche Tod von Süleyman zu Oberglatz, genau heute vor 3 Jahren, hat Menschen sehr betroffen gemacht. Der Bekir Yildirim, Vater des töten Bub, hat schon hier gefordert. Ich will, dass Kampfhunde verboten werden. Mir kann man nicht mehr helfen, aber alle anderen Kinder sollen geschützt werden vor so Bestien. Viele Leute auf der Straße sind auch dieser Meinung. Ich finde es gut. Wieso? Ja, weil die kleinen Hunde ab und zu besser werden. Und auch die Menschen. Ich war dafür auch, einfach aus Angst vor den Kindern, dass irgendetwas passieren kann. Andere wiederum lassen sich von dem neuen Gesetz nicht abschrecken. Ich finde es blöd. Willst du trotzdem einen besorgen? Ja, sicher. Bald. Wo? Irgendwo. Ich schaue so. Ein kleines Welpli, das gross wird und breit aggressiv. Cornelia Berg und Tal hat genau für Menschen mit einer derartigen Einstellung null Verständnis. Mich stören die Deppen auch, die mit diesen Hunden an der Strassenecke stehen und gehen die Leute verschrecken. Und wenn man da den Einzelnen mal anzieht und ihn zur Rechenschaft zieht und den mal überprüft, dann ist mir das schon recht. In Ihren Augen ist das Kampfhundenverbot keine Lösung mit Langzeiteffekt. Das Hundegesetz und das Kampfhundenverbot werden voraussichtlich ab 1. Januar 2010 in Kraft treten. Bis dahin sind die Hunde weiterhin erlaubt. Für Tele Zürich aus Wollenschwil, Dana Gablinger.